So, hallo, da sind wir wieder, Skyrim. Letztes Mal haben wir mit dem Schwindlernest kurzen Prozess gemacht. War eigentlich ein relativ langer Prozess, aber wir haben auf jeden Fall allen den Garaus gemacht. Wir haben uns Vampirismus fast eingefangen oder die Vorstufe davon. Die haben wir allerdings relativ flott wieder geheilt. Und jetzt werden wir zu Sadia in die beflaggte Meere gehen und ihr Bericht erstatten, dass der gute Kimatu tot ist. Er ist sozusagen ein Gewesener. Mal schauen, was sie dazu sagt. Vielleicht wird sie uns trotzdem noch umbringen wollen. Würde mich jetzt nicht allzu sehr überraschen irgendwie. Die scheint ja auch nicht ganz astrein zu sein. So, wo ist sie denn? Die wartet da oben. Denke ich mal, oder? Tatsache. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Ja, könnte man so sagen. Die Alikir werden euch keine Probleme mehr bereiten. Endlich. Ich kann in Frieden leben. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch nicht genug danken. Nehmt diese Belohnung. Als ich fortging, konnte ich etwas von meinem Reichtum aus Hammerfell hinausschmuggeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung hier aufrecht. Ihr seid mir in der beflaggten Meere immer willkommen. 500 Gold. Das ist nice. Denn wenn ich mich nicht ganz täusche, können wir uns unser Haus kaufen. Endlich. Ja. Lass mich da raus. Ich will mein Haus. Das reimt sich. Ja, fällt mir jetzt kein zweiter Reim ein. Egal, ich will jetzt mein Haus haben. Ja, 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 ja. Ich habe so lange gespart. Schon ganze 24 Folgen oder so. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ich kann mein ganzes Zeug einlagern. Und meine Schwerter und meine Bücher und sonstiges. Oh, apropos Schwerter. Mal dann auch schauen, ob das ganze Zeug noch da ist. Das wäre ja auch nicht uninteressant. Komm, lad schneller. Ich will mein Haus. Ja. Haus, 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 Haus. Haus, Haus, Haus. Ja. Du Sack, gib mir mein Haus. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt. Bla, bla, bla. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ich habe mich verdrückt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. What? Töte denn? Ach Gott. Egal. Wir haben sowieso das Dokument mit den weiteren Einzelheiten. Ich will jetzt mein Haus. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ach nee. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Besuche Briesenheim. Dein neues Haus. Okay. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Das ist kein Besuch. Ich bin jetzt offiziell Bürger, du Sack. So, was haben wir denn hier? Hier sollten unsere Bücher sein. Ja, sind auch noch da die meisten. Ich werde die mal alle mitnehmen, soweit ich die tragen kann. Die Schlacht von Sankretor ist Diebstahl und Dieb ist auch Diebstahl. Keine Ahnung warum. Ja, das geht sich alles aus. Die Stiefel lassen wir da. Und dann schauen wir, ob wir da unten auch noch was mitnehmen können, falls das noch da ist. Ja, wunderbar. Für was haben wir denn noch Platz? Die Axt von Weißlauf. Den Stahlschild nehmen wir mit. Die Axt nehmen wir mit. Der Eisenkriegshammer geht sich nicht mehr aus. Dieser Helm geht sich noch aus. Und dann haben wir noch 10. Dann nehmen wir den Jagdbogen mal mit. Und den Rest holen wir ein anderes Mal. Ist ja nicht mehr viel. So. Und jetzt. Wir müssen meinen Bruder davon überzeugen, sich mehr in diesem Krieg zu engagieren. Was soll ich für euch tun, Rongar? Euer Bruder ist der Jarl. Ihr wisst, ich kann sein Urteil nicht in Frage stellen. Ich bitte euch nicht darum, dem Jarl die Stirn zu bieten. Ihr sollt ihm lediglich die Augen öffnen. Ihr müsst mit subtilen Hinweisen seine Gedanken in Richtung Krieg lenken. Ihr seid sein Vogt. Auf euch wird er hören. Bleibt mir mit euren Intrigen vom Leib, Rongar. Wenn ihr dem Jarl etwas zu sagen habt, tut es gefälligst mit eurer eigenen Zunge. Oh, interessant. Die ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Oh, du bist gegen die Sturmmäntel. Nee, dann helfe ich dir nicht. So. da, das wäre eventuell eine Quest.
Aber, ach ja, das können wir irgendwann mal den Typen drauf ansprechen. Wir haben jetzt auch eine neue Quest bekommen, nämlich dieses Lager Stehender Mond oder wie das heißt. Das können wir uns dann auch anschauen. Aber zuerst will ich jetzt endlich mein Haus sehen. Komm, lad schneller, ich will mein Haus sehen. Verletzte Trolle regenerieren zwar ihre Gesundheit, sind aber anfällig für Feuer. Ja, toll. Was bringt mir das, wenn ich kein Haus habe? Ich will jetzt endlich mein Haus sehen. Hoffentlich ist es groß. Hoffentlich ist es das größte in Weißlauf. Nein, das geht gar nicht. Die Drachenfeste ist quasi das größte Haus in Weißlauf. Aber es kann trotzdem groß sein. So, ich will mindestens 2 Stockwerke. 3 wären noch besser. Und 2 Schlafzimmer. Wieso lädt das schon wieder so lang? Ah. Na, geht doch. So. Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Oh. Ist es das? Ist es das? Das wäre schön. Das will ich haben. Lass mich da durch. Das will ich haben. Das muss sein, oder? Hä? Ist es das? Nee, okay, das ist es mal nicht. Was haben wir denn hier noch? Das hier? Nee, das ist ja das von den Graubärten. Wie hießen die? Graumänen. Jetzt laufen hier auch noch all diese Söldner aus Hammerfeller rum. Oh, das führt mich nach draußen. Habe ich nicht das Haus angewählt? Oh. Oh, das ist die Höhle, die ich gefunden habe, oder? Ah, nee, das war die Höhle, die ich gefunden habe. Letztes Mal. Okay, wir werden uns mal unser Haus hier als Ziel anwählen, natürlich. Das wäre nicht schlecht. So, dann schauen wir mal, wo das jetzt ist. Ist ja klar, dass ich das nicht gefunden habe, wenn ich das Falsche ausgewählt habe. Das ist mein Haus. Ach, naja. Ja, ich bin etwas enttäuscht. Ach, aber gut, man muss sich mit dem zufrieden geben, was man bekommt. Vielleicht ist es ja größer, als es von außen aussieht. Naja. Nicht unbedingt. Ist ja goldig. Gut. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, aber mal schauen. Was haben wir hier? Eine Tür noch? Ah, das sieht doch schon ein bisschen netter aus. Hier ein Käse und eine Kommode. Da ist auch was drin. Kleidung und Stiefel. Gibt es hier irgendwo ein Regal oder sowas? Regal wäre nett. So für Bücher oder sowas. Ne, kein Regal. Naja, schade. Okay, wir werden auf jeden Fall hier mal einlagern. Und zwar, denke ich, werden wir dafür diese Truhe hier nehmen. Die sieht irgendwie am größten aus und am sichersten und so. Hallo? Oh, jetzt fängt das wieder mit diesen Mausspielereien an. Wir legen ab die Axt von Weißlauf. Balgrufs Zweihänder, jetzt ist er wieder da. Der war doch letztes Mal nicht da, oder? Ah, Gott sei Dank habe ich den noch. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass ich da wieder zurücklaufen muss. Oh, habe ich den im Kasten abgelegt? Nee, mit dem bin ich doch auf die Riesen losgegangen. Also, ich wollte auf den Drachen losgehen und bin dann auf die Riesen losgegangen. Warum war der... Ach so, den kann ich gar nicht Ach so, den kann ich nicht verkaufen. Drum wurde mir der nicht angezeigt. Alles klar. So, wir lassen den Helm mal da. Wir lassen diesen Stahlschild da, obwohl ich den eigentlich auch verkaufen könnte. Aber ich lasse ihn mal da. So, die feinen Stiefel, die ich aus Versehen mal mitgenommen habe, lassen wir auch da. Diverse Bücher. Ja, und tschüss. Leider kann ich nicht halten. Mann, ich bin erst bei G. Schneller. Hopp. So. Wobei mir gerade einfällt. Hoppla, hallo. Truhe. Da war ein Kopfgeld dabei. Was ist das hier eigentlich? Warum ist das rot? Schauen wir uns das hier nochmal an. Habe ich das noch nicht gelesen oder was? Na oh ja, eigentlich schon. Scheinbar. Also gelesen nicht, aber angesehen. So, hier war irgendwo noch so ein Steckbrief oder so, den mir ja der
Vogt gegeben hat. Kopfgeld, welches ist das neuere? Ach, wir nehmen einfach beide. So. Gut, wir lassen hier die Schlacht von Sankretor und schauen uns mal das hier an. Weißlaufbanditenlager, stehender Strom, das legen wir mal wieder ab. So, das ist das Aktuelle, das wollen wir mal behalten. Was haben wir hier noch? Schlüssel, sonstiges. Oh, die Drachenknochen. Ne, ich will es auch nicht ausrüsten. Ich will ihn ablegen. Ablegen. Alle 6, bitte. Danke. Eisenbahn werden wir mal ablegen. Die Goldbahn werden wir auch mal ablegen. Golderz werden wir mal ablegen. So, was haben wir hier noch? Die Schaufel, warum auch immer wir die haben, legen wir mal ab. Die Seelensteine legen wir mal ab. Kleiner Seelenstein legen wir ab. Wir haben noch keine Seelenfalle, von daher bringen uns die jetzt im Moment sowieso nichts. Und die Rubine lege ich ab. Ach, ich lege hier einfach alles mal ab. Damit ich möglichst viel tragen kann für meinen nächsten Ausflug. Und wieder ein bisschen Geld scheffeln kann. Ja, weg mit all dem ganzen Scheiß. Weg, 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 weg. Gold nehmen wir mal mit. Dietrich nehmen wir mit. Amethyst weg. Und Säbelzahntigerpelz weg. So. Die Zutaten nehme ich mir trotzdem mal mit. Und so, wie sieht's jetzt aus? Von wegen... Ah, herrlich. Herrlich. So. Na gut. Ist das Haus ja doch irgendwas für irgendwas gut. Aber hier sollte ich doch so ein Feuer anzünden können, oder? Oh, vielleicht finde ich im Laufe des Spiels raus, wie das geht. Ich glaube, man kann nämlich dieses Haus irgendwie gestalten. Die Frage ist nur, wie. Vielleicht gibt es einen Tischler, bei dem ich Möbel kaufen kann oder so. Oder vielleicht gibt es auch irgendeine so eine Art Mark, die man bezahlen kann als Putzfrau oder sowas. Das könnte eigentlich sein. Aber das werden wir noch rausfinden, denke ich. So, und wir haben beschlossen... Ja, ja, natürlich. Mich brauchst du dich keine Sorgen machen. Dir keine Sorgen machen. Ach Gott, was rede ich schon wieder? So, wir werden auf jeden Fall jetzt zum Lager Stehender Mond oder wie hieß das? Naja, unser neuer Auftrag vom Vogt auf jeden Fall, den werden wir jetzt mal erledigen, würde ich sagen. Der letzte war ja kein besonders großes Hindernis eigentlich. Und ich denke mal, dass dieses hier auch keines sein wird. Aber mal schauen. Möchte ja nicht zu voreilig hier jetzt Schlüsse ziehen. Was mir aber auffällt, es lädt in letzter Zeit immer ziemlich lang, also länger als zuvor auf jeden Fall. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Fürchtet euch nicht, ob Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Naja, das habe ich gesehen. Gut, mal schauen, in welche Richtung das überhaupt ist. Hier Karte. Das ist ja auch nicht weit eigentlich. Lager Stille Monde, so heißt das Ganze. Ist auch gleich um die Ecke eigentlich hier. Vielleicht können mir da auch wieder die Jäger helfen, die da unterwegs sind. So, wir werden diese Abkürzung hier nehmen. Früher war ich auch ein Abenteurer. Diese Mauer ist übrigens sehr nützlich, dieser Wall. Vor allem, weil man hier hinten gleich einfach so drüber laufen kann und so. Ganz tolle Sache. Ist ja eigentlich auch nur so ein Vording, aber trotzdem. Wofür eine Mauer, wenn sie nichts ganz umgibt? So. Mal gucken, hier wollen wir hin. Da sind wieder die Riesen und Mammuts. Hier ist Nirnwurz. Das könnte der Nirnwurz sogar sein. Oh, hier ist dieses Schwert. Passiert da was, wenn ich das nehme? Oh. Ja, okay. Coole Sache. Silberbarsch, was gibt's hier noch? Da waren mehr Fische, jetzt sind die alle weg. Eieiei. Den Nierenwurz werden wir aufheben. So, das hier dürfte es sein. Da wurde doch schon einer von einem Mammut getötet mal, glaube ich. Kann das sein? Der müsste auch hier noch irgendwo rumliegen. Außer der wurde irgendwie entfernt. Schon oder so. Naja, hier liegt mal nichts, aber... Oh, das ist aber größer. Das ist ja um einiges größer sogar.
Hier ist aber niemand. Das dürfte nur der eine Typ gewesen sein, der vom Mammut getötet wurde. Hm. Na, wir nehmen uns hier mal Fisch. Oder Lachs. Wir schauen mal in die ganzen Fässer. Da ist was drin. Ach, die nehmen wir einfach. Ja, die nehmen wir auch. Und die nehmen wir auch. So, gegrillten Lauch nehmen wir mit. Backkartoffeln nehmen wir mit. Ziegenkäse-Ecke. Den Holzzeller wollte ich jetzt zwar nicht. Ach, den legen wir wieder ab. Holzzeller, weg damit. So, was haben wir hier? Den Kessel. Was ist denn das hier? Ist das nicht... Wieso hängt hier kein Topf? Das finde ich jetzt blöd. Da könnte ich mir was kochen. So, wir schauen mal, ob da oben noch was ist. Wo? Oh. Shit. Da ist jemand. Wow. Was ist denn das für ein Typ? Hey, stirbst du jetzt mal oder nicht? Wow. Wo kommen die alle her? Mann, oh Mann. Hey, ich würde gerne in die Favoriten. Ich habe jetzt hier Heilung. Kann ich ihn beide auswählen? Ja. So, Wiederherstellung verbessert auf 16. Ausgezeichnet. Und wir gehen nochmal in die Favoriten und wählen unsere Krummsäbel aus und versuchen uns da mal ein bisschen durchzuschlagen. Yeah. Na, das lief ja ganz gut eigentlich. Dafür, dass wir mit Säbeln nicht besonders gut im Umgang sind. Oder auch nicht geübt sind. So, hier ein bisschen Gold. Hier ein Dietrich, gekochtes Rindfleisch. Gold, Stahlpfeil, Eisenpfeil. Wunderbar. So, was haben wir hier? Zaubertrank der kleinen Heilung. Der hatte eine Armschiene, glaube ich, oder? Habe ich jetzt eigentlich gerade Armschienen? Ah ne, die werden ja ersetzt durch die kaiserlichen Panzerhandschuhe, naja. Okay. Hier ist sonst niemand. Waren da nicht noch mehr Typen? Da muss doch noch einer irgendwo sein, mindestens, oder? Waren das nicht vier? Tja. Ne, scheinbar nicht. Okay, das sind dieselben. Also dasselbe. Also zwei Eingänge für denselben Raum, so. Und hier haben wir eine Schmiede und hier haben wir ein Mondstahlschwert. Aha. Leichte Rüstung schmieden, das kennen wir schon, das müssen wir auch nicht nehmen. Mondstahlstreitkolben, auch den nehmen wir mit. Notizen zum Mondschmiede. Das ist kein langes Buch. Ich denke, das werden wir jetzt gleich mal lesen, damit ich es hinter mir habe. Die Mondschmiede, die Schmiede. Ich habe die Schmiede zum Laufen gebracht, doch ich finde an ihr noch immer noch nichts Besonderes. Diese Waffen wurden eindeutig hier geschmiedet, doch das Geheimnis ihrer Verzauberung offenbart sich nicht. Bislang konnte ich nur feststellen, dass es eine Verbindung zwischen der Macht der Waffe und dem Erscheinen der Monde gibt. Aha. Die Mondwaffen. Die Waffen selbst sind offenbar aus normalem Metall geschmiedet. Doch wenn die Monde hoch am Himmel stehen, erhalten sie eine zusätzliche Fähigkeit. Es scheint, als erlangten die Mondwaffen, sobald die Sonne gesunken ist, eine vampirartige Eigenschaft hinzu und übertrügen einen kleinen Teil der Gesundheit des Opfers auf den Benutzer. Aha! Das ist ja mal interessant. Wir nehmen das trotzdem mit, damit ich das meiner Buchsammlung hinzufügen kann. Das ist ja interessant. Dafür sind dann wohl auch diese Mondbarren und... Oder wie die hießen, Mondstahl oder wie Stahlbarren oder wie die hießen. Das heißt, aus dem Material kann man sich solche Mondwaffen schmieden, die dem Gegner dann... Eisenbarren, naja, nehmen wir auch mit. Die dem Gegner dann Energie entziehen und also quasi absorbieren. Oder die man selbst dann absorbiert, wenn der Mond hoch am Himmel steht. Das ist ja nett. Gut, dass wir das gelesen haben. Das passt ja auch zu den Waffen, die wir da gefunden haben. Wir haben jetzt zwei solche Waffen. Die können wir uns auch hier nochmal genauer anschauen.
Die schienen ja nicht so besonders zu sein, bis auf die Tatsache, dass sie leuchten. Solange die Monde am Himmel stehen, brennt das Ziel für 12 Schadenspunkte. Brennt das Ziel für 12 Schadenspunkte. Aha. Ja, interessant. Also der brennt so lange, bis er 12 Schadenspunkte verloren hat, quasi. Aha, das ist dann eigentlich keine absorbierende Fähigkeit, aber auch gut. Können scheinbar auch verschiedene Fähigkeiten sein. So, bevor wir hier reingehen, würde ich sagen, mache ich hier mal einen Schnitt und zuerst schauen wir uns aber nochmal diese Hütte hier an. Vielleicht ist da was drin. Nee, das ist nur so ein Durchgang. Oh doch, hier ist Wein, Kartoffel, rote Äpfel. Naja, gut, besser als nichts. So, und beim nächsten Mal werden wir das Lager Stille Monde betreten. Und ich hoffe mal, dass da keine Vampire auf uns warten. Es wäre denkbar, aber ich hoffe es mal nicht. Wir haben die einen oder die zwei schon gereicht. Mal schauen. Bis dennsen.